Moinsen, meine lieben Abenteurer. Herzlich willkommen hier heute auf meinem Kanal vom BSFS Reichweite-Treffen Bushcraft und Survival-Freunde Sauerland. Uns gibt es jetzt seit 2015. Der gute Dieden, den werde ich euch nachher vorstellen. Der hat das gegründet im Jahr 2015. Und wir haben Reichweite-Treffen im Sauerland an einer richtig geilen Hütte, wie ihr da oben schon sehen könnt. Ich werde euch einige Leute bestimmt vorstellen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Das wird so 4 Tage gehen. Morgen kommt der Rest der ganzen Bagage und ich freue mich. Also viel Spaß bei diesem Video und freut euch auf 4 Tage Outdoor-Kram. So, Freunde der Sonne, hier ist unser Chef. Moin, moin. Und ja, erzähl doch mal, wie bist du zu dem ganzen Kram gekommen? Und wann, du hast 2015 gegründet, den ganzen Kram? Genau, die Gruppe habe ich 2015 gegründet. Dieses Reichweite-Treffen hat halt den Hintergrund, dass wir ja seit Jahren schon über Instagram und Facebook mit Leuten verbunden sind. Und es geht nicht darum, ob einer jetzt Messer baut oder ob einer da ein riesen YouTuber ist oder so. Es geht eigentlich um die Menschen selber. Und dann habe ich mir überlegt, man muss doch irgendwie schaffen, die Leute dann einmal im Jahr in Sauerland zu kriegen. Ja, genau. Also quasi aus dem Internet ans Feuer. Und dafür fahre ich jedes Jahr hunderte von Kilometern, weil ich muss auf jeden Fall denjenigen, den ich einlade, muss ich persönlich kennen. Und daraufhin werden die eingeladen. Also es wird also niemals eine öffentliche Veranstaltung. Ja. Dadurch, dass das Konzept eben halt auch so durchgeht mit der ganzen Vorarbeit, gibt es ja einfach auch die Theater und es ist harmonisch und wird immer besser. Das ist das Familiäre, was wir ganz feiern. Genau. Ne? Das auf jeden Fall aus dem Internet ans Lagerfeuer, ja. Einmal im Jahr mit den richtigen Leuten. Genau. Und jetzt hast du ja auch ein eigenes Camp, eine Schule gegründet. Genau, Vanessa, meine Frau und ich, wir haben jetzt so ein kleines Outdoor-Camp für Kinder gegründet. Und jetzt haben wir es halt so gemacht, dass jetzt eine Website da ist und es öffentlich ist. Wir haben da 2 Grundstücke. Und die Kinder sind zwischen 8 und 12 Jahren und unser Konzept ist einfach, dass wir über mehrere Kurse, sprich 4 oder 5 Kurse, den Kindern so viele Fähigkeiten an die Hand geben können, dass die in der Lage sind, dann 24 Stunden selbstständig eigentlich draußen zu bleiben. Wir haben das gesplittert in Messerkurs mit Führerschein, mit Zertifikat, Feuerstahlkurs mit Zertifikat, dann gibt es noch Wasser gewinnen, Wasser filtern, Wasser aufbereiten, dann gibt es noch Campbau, weil Lager, Wasser, klar, Feuer das Wichtigste. Bogenschießen haben wir noch eingebaut, weil ich denke mal, das hat wirklich Mehrwert, wenn die Kinder dann so eine 24-Stunden-Challenge hinter sich haben. Ja. Das macht was mit denen. Und der Sinn ist halt, die so fit zu kriegen, dass sie draußen sein können. Erstmal keine Angst mehr haben, ja, dass sie wissen, was sie machen. Das schafft natürlich Selbstvertrauen, ja, das Selbstbewusstsein, der Glaube an, ja, sich selber. Genau, auch ich wollte gerade sagen, stärkt sich selber. Genau, und irgendwo auch dann Entscheidungen zu treffen, die dann in dem Moment wichtig sind. Und ich glaube schon, dass man da irgendwie was verändert, auch fürs ganze Leben. Ne? Ja, 100%. Ja, ja, geil. Nächstes Jahr gibt es wieder was? 100%? Ich fürchte ja. Ich fürchte ja, genau. Wir sehen uns. Genau, gut gehen. Macht's gut. Ciao, ciao, danke. So, Freunde der Sonne, einmal hier wird erstmal fett aufgebaut. Hier wird gepumpt. Ja. So, Freunde der Sonne, jetzt sehen wir mal ein bisschen hier, wie der Fabian aktiv hier das Seil professionell nachspannt. Dass ich 3 Tage lang schlafen kann. Er hat alles gegeben. Vorhin mit 75 Leuten gespannt, jetzt macht das alleine. Wenn wir es gemeinsam machen, musst du weniger arbeiten. Wunderbar! We'll be right back.
lieben Freunde. Erste Nacht überstanden hier. Und Merle hat heute übrigens hier angefangen zu schlafen und hat dann da zwischen den Sitzen gelegen. Ich habe jetzt Kaffee gemacht, der zieht. Und da gibt es Frühstück, ne? Bauernfrühstück, Stück Kartoffelkäse mit Ei. Gleich geht's steil nach oben zu den ganzen anderen. Schauen wir mal. Heute gibt es, glaube ich, ein Schnitzprojekt von Felix Immler. Und irgendwann gibt es durch Feuer machen mit irgendwem. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also Feuer bohren oder Feuer schlagen. Da weiß ich noch nicht genau, wer das genau macht. Gucken wir mal. Ja, wir schauen mal. Der Rauch zieht hier gerade ein bisschen rüber. Ich muss umrühren. Also bis gleich. Gucken wir mal hier ein bisschen am Stalken beim Rocco. Ja, Palo. Senor Palo. Jawohl, das ist der Rocco. Hola, ¿qué tal? Ja, wo kommst du her? Aus Thüringen. Aus Thüringen, geil. Und du hast eine Busschule auch, ne? Ja, ich habe ein Outdoor-Camp, da mache ich schon. Outdoor-Camp, ja. Genau, geil. Und du schnitzt dir was? Ein Löffel. Einen Löffel, da hast du aber noch eine Menge vor dir. Ja. Geile Nummer. Erstmal, ich mache ein bisschen Feinarbeit, dann kommt ein bisschen grobes, hacke ich noch weg. Erstmal gucken, so eine Form ausdenken. Ja, verstehe ich. Gut, bis später. Alles klar. Ciao. Was macht ihr hier Feines? Das gibt ein Geheimnis. Rocket Holder. Rocket Holder. Swiss Rocket Holder. Swiss Rocket Holder. Mega. Raclette, Raclette. Da ist er. Raclette. Hier, schön. Da kommt der Chef. Also ohne Schmuck. Die Idee ist irgendwie, dass da vorne der Käse klemmt. Oder? Ja. Dass wir erstens so schwenken können. Ja. Und wir wollen auch irgendwie so schwenken können, dass wenn jemand kommt, können wir das so ausschwenken, oder? Meiner Meinung nach sollte der Käse so horizontal am Feuer sein, dass er am gleichmäßigsten Wärme abbekommt. Ja. Aber so abschaben ist geil, wenn du das so wenden kannst, ja, oder? Und dann so von oben nach unten abspachteln. Genau.